Hey Formel 1 Freaks, ja, dieses Video hier, das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich, weil ich muss einen Fehler zugestehen. Und zwar den Fehler, dass ich meinen Kanalnamen zu etwas geändert habe, das in seinem Namen nicht beinhaltet, worum es auf dem Kanal geht. Ihr wisst ja, vor 3 Wochen habe ich meinen Kanalnamen geändert von Alles F1 zu Markus the Freak, also zu meinem Eigennamen, in der Hoffnung, dass ich damit halt einerseits ja das Thema mit diesen Marken und dem Ganzen aus der Welt geschafft habe und andererseits damit ich als Creator sozusagen mehr für den Kanal stehe. Damit wollte ich praktisch 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dass Creator so einen Weg schon gegangen sind, das habe ich eben bei anderen großen, guten Creators schon gesehen, zum Beispiel bei Matthias Berger. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere von euch, der macht Zaubertrick-Videos. Ich verfolge ihn selbst auch. Und früher hieß der mal Mr. Tricks XL, also angelehnt an die Tricks, an die Zaubertricks. Und irgendwann hat er sich gedacht, ja, ich bin ein Entertainer an sich. Ich möchte jetzt meinen Kanalnamen ändern zu Matthias Berger, also zu meinem eigenen Namen. Und das hat gut funktioniert. Also Matthias Berger ist wirklich ein super Kanal und hat Erfolg. Ich wollte mich so praktisch an diesen Art von Kanälen anlehnen, die sowas gewagt haben. Aber ich musste feststellen, dass das vielleicht oder sehr wahrscheinlich für einen Sportkanal nicht so gut funktioniert. Denn ich habe die Statistiken jetzt verfolgt und ihr könnt hier sehen an den Analytics, dass ab dem Zeitpunkt ungefähr, das war nämlich am 28.05., dass ab diesem Zeitpunkt nahezu die Zuwachsrate an Abonnenten komplett stagniert und auf der Nullebene irgendwo umherwandert. Das kann natürlich jetzt jeden Grund haben, das muss jetzt nicht unbedingt der Grund sein, dass ich den Kanalnamen geändert habe, aber es ist ja halt auffällig, dass das genau dann passiert ist, als ich das gemacht habe. Und man muss dazu sagen, dass ich in genau dem gleichen Zeitraum über 200.000 Aufrufe gesammelt habe und trotzdem praktisch keinen einzigen Abonnenten dazu gewonnen habe. Ich kenne YouTube sehr gut und ich weiß, das kann an allem liegen, wirklich, das kann alle möglichen Gründe haben und natürlich gibt es auch immer mal schlechtere Phasen. Phasen, in denen man halt denkt, man bleibt stehen. Aber dass es halt jetzt so zufällig auf den Zeitpunkt trifft, wo ich den Kanalnamen geändert habe, das macht mich halt, es besorgt mich, sagen wir so. Und viele haben auch in die Kommentare geschrieben bei diesem Ankündigungsvideo, dass sie es nicht gut finden, dass ich jetzt einen Kanalnamen gewählt habe, in dem nichts bezüglich Motorsport drin steckt, beziehungsweise nichts auf Motorsport hindeutet. Und von dem her, ja, habe ich beschlossen, auch unter anderem deshalb, weil ich natürlich auch irgendwann dem alten Namen gehangen habe, dass ich einen Vorschlag der Community annehme. Nämlich den Vorschlag Alles Racing. Das hat zum Beispiel der gute Alvaros vorgeschlagen und auch Arwin. Mit Alles Racing kehre ich eigentlich zu den alten Wurzeln praktisch zurück, also mit diesem Alles davor. Aber ich habe auch etwas Neues, also nicht mehr dieses Marken-Dings mit drin. Und habe aber trotzdem eben das Signal, dass es hier auf diesem Kanal um Motorsport und Racing geht. Ja, und somit habe ich eigentlich ja das alte wieder, das alte Feeling, aber trotzdem eben ja die Sicherheit mit den Markendingen. Und von dem her ist das ein sehr guter Vorschlag von der Community und es hat dann auch den Wiedererkennungswert zu früher. Zwar nicht jetzt mit diesem F1, aber halt dann mit dem Gesamtpaket des Namens sozusagen. Jetzt halt mit Racing. Ja, was sagt ihr dazu? Also mir ist es echt unfassbar peinlich ein bisschen auch und vielleicht kann es auch passieren, dass dadurch ich den Kanal noch mehr jetzt in die Bredouille bringe und ja, dass ich damit noch einen krasseren Fehler mache, wenn man da so hin und her switcht mit den Namen. Der Algorithmus ist unergründlich und es kann irgendwie, ja, schlecht auch sein für den Kanal. Ich hoffe es mal nicht. Ich freue mich auf euer Feedback. Was sagt ihr dazu? Ist es für euch okay? Und ja, ich hoffe, dass ihr mich dann dadurch jetzt weiter unterstützt, viele Thumbs up gebt und kommentiert und die Videos anklickt, sodass wir halt mit dem neuen Namen jetzt auch dann durchstarten können und hoffentlich den Algorithmus überzeugen können, dass das alles noch weiterhin passt. Ja, okay, das war's zu diesem Thema. Ja, ich freue mich auf euer Feedback. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao.